Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Vorleser Timmele. Genau, von Samuel zum Thema Bürstenfilter. Hallo aus dem Elsass. Ich bin dabei, mir einen Teich anzulegen und werde eine gepumpte Bürstenfilterstrecke herstellen, um zu filtern. Es bleibt mir aber eine Frage offen. Wie sieht es aus mit der Belüftung der Bürsten? Ich habe vor, 5x300 Liter Wassertonnen hintereinander zu stellen mit 100 mm Durchlaufrohre und sie mittig anzuströmen. Muss ich in die Behälter eine Belüftung einbringen für die Biologie oder reicht der Umlauf des Wassers? Geplant ist eine 20.000 Liter Pumpe, sodass der Teich einmal pro Stunde umgewälzt wird. Der Teich soll 13.000 Liter groß werden. Im Voraus vielen Dank für eure vielen und zahlreichen Blogs. Ich bitte um Entschuldigung für die Schriftfehler in meiner Anfrage. Liebe Grüße von Samuel. Was hat er jetzt vor? Er hat vor, einen Bürstenfilter in mehreren Tonnen aufzubauen und hat jetzt die Frage, ob die Bürsten belüftet werden müssen oder ob das Wasser, das durchströmt, reicht. Wir sagen ja immer, die Biologie muss belüftet werden. Ein Bürstenfilter ist ja sowohl Biologie als auch Mechanik. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, was haben wir in der normalen Biologie, die ja nach der Mechanik geschalten ist. Wir haben relativ viel Filtermaterial und relativ wenig Wasser, wenngleich aus Wasser noch mehr sein wird als das reine Kunststoffvolumen, was in Biologie drin ist. Wenn der Strom ausfällt, ja, dann habe ich das Problem, dass die Bakterien, wenn es jetzt warm ist und gerade gut gefüttert wurde und viel Ammoniumnitrit im Wasser ist, wobei das ja auch relativ schnell abgebaut wird, dass die im Prinzip sich selber umbringen, indem sie den ganzen Sauerstoff aus dem Wasser holen. Ich glaube, 1 Milligramm pro Liter sollten sie haben, ansonsten sind die relativ schnell tot. Und darum sagen wir, zum einen belüften und das andere, wenn ich so eine Biologie belüfte, sorge ich für eine zusätzliche Verwirbelung. Wir stellen uns vor, das Wasser kommt von oben rein, fließt durch die Biologie, von unten wird belüftet. Heißt, die Luftblasen steigen auf, verdrängen schon mal das Wasser und gleichzeitig wird mit der aufsteigenden Luft Wasser mitgerissen und sorgt dafür, dass das Filtermaterial besser angeströmt wird, dass es effizienter genutzt wird. Ja? So, schauen wir uns den Bürstenfilter an. Ein Bürstenfilter soll zum einen ein biologischer Abbau, der auch hocheffizient stattfindet, viel, viel besser als viele von Ihnen das glauben und wie wir mittlerweile wissen, auch viel besser als in den meisten normalen Biofiltern. Aber gleichzeitig soll der Dreck sedimentieren. Was kann ich da nicht brauchen? Eine Verwirbelung. Also, für die Verwirbelung, für die Anströmung brauche ich es schon mal nicht. Und wenn ich so meine Bürsten vorhänge, so wie wir das kennen aus den ganzen Blogs und wie wir es erklärt haben, dann ist da, hat das Wasser alle Zeit der Welt und ich brauche auch nicht die Verwirbelung, um das Filtermaterial besser anzusteuern. Und gleichzeitig, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, ich würde mal sagen, in einem vernünftig aufgebauten Bürstenfilter müsste eigentlich 2/3 Minimum Wasser sein und 1/3 Bürste. So roundabout. Und da wird auch der Effekt nicht so immens sein, wenn der Strom ausfällt, dass der Sauerstoff so schnell nach unten geht. Haben wir zumindest auch nie erlebt, dass es da zu irgendwelchen Problemen kam. Von daher, ich würde einen Bürstenfilter nicht belüften. Die ganze Konishikoi-Farm wird eigentlich ausschließlich, oder über in den Anfangsjahren, wo ich dort war, die hatten überhaupt keine, diese Bakishower, das gab es da gar nicht. Die haben da eigentlich nur mit den Bürstenfiltern gearbeitet, die sind unbelüftet, da gab es nie Probleme. Was hast du noch dazu zu sagen? Ich hatte auch das Thema Sedimentation angesprochen, deswegen nicht belüften, macht auch einfach keinen Sinn. Und die Sauerstoffthematik ist auch nicht... Und wenn ihr zwingend belüften wollt, ja, aus Sicherheitsgründen, hier kommt das Wasser rein, ganz am Ende die Belüftung machen, in der letzten Bürstenreihe ist es auch egal, und sollte dann Stromausfall oder Pumpenausfall kommen, ja, im Stromausfall würde ja eh nichts passieren, sollte Pumpenausfall kommen, dann wäre immer noch belüftet. Okay? Passt. Bis dann. Ciao. Ciao.